Ein herzliches Willkommen allen Zuschauerinnen und Zuschauern hier bei Joel Media TV zu unserer neuen Christ Study Hour. Wir sind jetzt beim Thema 6 angelangt, haben fast die Hälfte schon geschafft, uns über dieses Thema der Verheißung Gedanken zu machen und tief in das Studium einzusteigen. Und bevor wir jetzt gleich loslegen, möchte ich euch noch zu einem Gebet einladen und bitten, dass Gott unsere Gedanken führt, dass es zu seiner Ehre ist, das Studium, dass nicht wir erhöht werden oder unsere Gedanken da hineinfließen, sondern dass wir lernen, was die Bibel sagt. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Möglichkeit, jetzt dieses Studium zu beginnen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir in diesem Studium von dir lernen, dass wir nicht sagen, ich denke das oder ich verstehe so, sondern dass wir sehen und lernen und akzeptieren, was die Bibel und der Geist der Weissagung uns lehrt. Herr, leite auch meine Gedanken und Worte, dass auch ich ein Werkzeug für dich sein kann und dass jeder, der das sieht, dir näher kommt. Im Namen Jesu. Amen. Letzte Woche haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, Kinder der Verheißung. Wir sind den Fragen nachgegangen, warum hat sich Gott als Abrahams Schild bezeichnet? Inwieweit oder inwiefern werden die ganzen Nachkommen Abrahams durch ihn gesegnet werden? Wir haben uns angeschaut, worin die größte Verheißung des Bundes besteht. Wir haben gesehen, dass Gott viele messianische Verheißungen gegeben hat, dass er Israel zu einem großen Volk machen wollte, dass Abraham auch kein geringes Opfer bringen musste, sondern dass es wirklich ein sehr großes und schweres Opfer war, was ihm aber letzten Endes gezeigt hat, mit welchem Schmerz der Vater seinen Sohn in diese Welt gegeben hat, dass wir durch ihn das ewige Leben wiederbekommen dürfen. Und dann haben wir einfach gesehen, dass alle Verheißungen, die Gott gegeben hat, dass sie sich Schritt für Schritt erfüllen werden. Und durch den Glauben, wenn wir es darin annehmen werden, werden große Siege errungen werden. Und heute möchten wir noch weiter hineingehen. Wir möchten uns noch ein weiteres praktisches Studium anschauen. Es geht um den Same Abrahams. Und wir möchten sehen, was hat es für uns zu bedeuten. Das ist immer sehr wichtig, dass wir bedenken, wo findet das Studium praktischen Anklang. Zu Beginn eine kleine Geschichte. Es gab in einer großen Stadt auf der Welt ein Juweliergeschäft. Und dieses Juweliergeschäft hatte im Eingangsbereich eine große Uhr hängen, die man von der Straße auch sehen konnte. Und jeder, der vorbeiging, jeder Passant, jedes Kind, immer wenn sie am Schaufenster vorbeigegangen sind, haben sie diese Uhr gesehen und wussten ganz genau, wie viel Uhr es ist, durch diese Uhr, die darin hing. Und viele haben ihren ganzen Alltag darauf abgestimmt, weil sie wussten, diese Uhr ist zuverlässig. Aber eines Tages ist die Uhr stehen geblieben und die Menschen haben das nicht bemerkt. Und als sie dann da vorbeigegangen sind, viele waren in Eile, haben auf die Uhr gesehen, haben sich gedacht, ach, ist ja noch gar nicht so spät, ich habe ja noch Zeit. Und viele sind dann spät zur Arbeit gekommen, einige Kinder sind spät zur Schule gekommen und viele Termine sind geplatzt, weil man sich auf eine Uhr verlassen hat, die plötzlich stehen geblieben ist. Und so wie diese kleine Geschichte mit dieser Uhr bei dem Juwelier funktionierte auch die Geschichte Israels. Wir werden uns noch Texte anschauen, wo Gott ganz genau sagt, ich habe euch auserwählt als mein Volk. Aber irgendwann kam der Punkt, wo Israel als Volk stehen geblieben ist und nicht mehr dem treu war, wozu es berufen war. Und das ist zwar eine tragische Geschichte, weil es auch viele negative Folgen mit sich bringt, war aber nicht das Ende. Und so möchten wir heute auch uns Fragen anschauen, wie welche konkreten Bundesverheißungen gibt es für den Samen Abrahams, an welche Bedingungen ist das Ganze geknüpft und wie ging Israel mit diesen Verheißungen um und was ist passiert, wenn sie ungehorsam wurden. Wir werden gleich zu Beginn den Text in 5. Mose 7, Vers 6 lesen. Dort hat nämlich Gott zu Israel gesagt, durch Mose, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Also Gott hat Israel erwähnt, und das ist keine Frage. Dieses hebräische Wort für Eigentum heißt Segula, und das bedeutet auch einfach ein ganz spezielles Eigentum, einen kostbaren Schatz, den man hat. Also Gott hat Israel als etwas ganz Besonderes auserwählt. Und um ein bisschen Gottes Gedanken nachzuvollziehen, können wir in Hesekiel 16, Vers 8 Folgendes lesen. Da spricht Gott, als ich nun an dir, spricht hier von Israel, an dir vorüberging und dich sah, siehe, da war deine Zeit da, die Zeit der Liebe. Da breitete ich meine Decke über dich und bedeckte deine Blöße. Ich schwor dir auch und machte einen Bund mit dir, spricht Gott der Herr, und du wurdest mein. Es ist ein sehr schönes Bild hier. Gott sieht Israel so als ganz kleines Völkchen, hat es auserwählt. Und man kann sich schon die Frage stellen, warum gerade Israel? Warum die Hebräer? Warum nicht die alten Chinesen? Warum nicht die Mayas oder die Inkas oder die Aborigines oder warum nicht irgendwelche slawisch-germanischen Stämme in Europa, wenn es die damals schon gab? Warum Israel? Und im Endeffekt bleibt das auch ein gewisses Mysterium von Gottes Liebe. Wir werden wahrscheinlich auf der Erde nie ganz verstehen, warum er gerade Abraham erwählt hat, um diesen Bund mit ihm zu machen. Aber es zeigt uns, dass Gott Israel unfassbar geliebt hat und dass er dadurch, dass er Israel dann diese Liebe erwiesen hat, sie dann durch die Befreiung aus Ägypten sein eigenes Eigentum wurden, das zeigt, wie er das Versprechen geehrt hat, das er seinen Vorvätern gab. Das Versprechen, das er Abraham gegeben hat, dann später mit Isaak und Jakob aufrechterhalten hat. Und wir haben gerade gelesen in dem Text aus 5. Mose, dass sie eine ganz besondere Rolle einnehmen sollten. Sie sollten Gott nämlich als Könige und Priester dienen. Inwieweit sollten sie Könige sein? Das ist eine Frage, die ich mir auch oft gestellt habe, weil ursprünglich war es ja da gedacht, dass Israel keinen König selber hatte und dass sie auch noch ein ziemlich kleines Volk waren. Wie oder warum sollten sie als Könige dienen? Sie sollten als Könige dienen, vor allem im geistlichen Sinne, indem sie über die Sünde herrschen, indem sie ein Werkzeug sind für Gott, um den benachbarten Völkern zu zeigen, wie Gott ist, wie man diese Sünde überwinden kann. Und das war ihre Aufgabe als Könige, über die Sünde zu herrschen und darüber hinaus dann auch noch den Dienst des Priesters zu erfüllen, indem sie Gott auf die Weise anbeteten, wie Gott auch angebetet werden wollte, dass er nämlich nicht diese ganzen heidnischen Ideen gut fand mit den Menschenopfern, mit irgendwelchen Riten und Zeremonien, irgendwelche Tanzgeschreie, sondern dass Gott ein einfaches, ehrliches Gebet, ehrliches Lob und Opfer der Reue haben möchte. Das war im Wesentlichen, im Groben und Ganzen, wenn man so die Geschichte im Alten und Neuen Testament liest, wie Gottes Volk ihm als Könige und Priester dienen sollen. Und damit waren sie dann quasi Vermittler zu den ganzen Heidenvölkern, indem sie gezeigt haben, Gottes Wort sagt Folgendes, aber habt keine Angst, ihr müsst nicht vor Gott wegrennen, er hat einen guten Plan mit euch. Und wir werden das später auch noch anschauen, weil, wie gesagt, es geht ja um die Praxis, wie können wir das auf uns beziehen. Petrus schreibt ja in 1. Petrus 2, Vers 9 auch, dass wir ein auserwähltes königliches Priestertum sind. Und da werden wir nachher dann auch noch unser Studium darauf fokussieren, was bedeutet es in Bezug auf den Überrest aus Gottes Volk, auf den Überrest, auf den Samen der Frau ist Offenbarung 12. Darüber hinaus hat Gott damals mit Abraham und damit seinen Samen noch ein besonderes Versprechen gegeben. Und davon lesen wir in 1. Mose 15, Vers 13 und 16. Da sprach er zu Abraham, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Sie aber sollen in der 4. Generation wieder heimkommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Und dieses Versprechen für das Land wurde später auch Jakob dann weiter bestätigt in 1. Mose 35, Vers 12. Das Land aber, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, das will ich dir und deinem Samen nach dir geben. Und auch dann bei Josef in Kapitel 50, Vers 24 hat Gott das wiederholt und bestätigt. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und dann letzten Endes in 5. Mose 1, Vers 8 sehen wir dann, in den Zeiten von Mose und vor allem Josua hat es sich dann erfüllt. Siehe, ich habe euch das Land gegeben, das vor euch liegt. Geht hinein und nehmt das Land in Besitz, von dem der Herr euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dass er es ihnen und ihrem Samen nach ihnen geben will. Dieser Text hier sagt auch, dass es, wenn wir dann auch die Geschichte weiterlesen noch, dass dieses Land dann Israel in Besitz nehmen darf, wenn sie diesen Bedingungen, die Gott gegeben hat, treu sind. Und wir lesen dann später im 5. Buch Mose, Vers 8, Kapitel 28, in den Versen 1 und 15 folgendes, was die Bedingungen waren. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Also das Prinzip war ganz klar. Gott hat gesagt, und das lesen wir in Kapitel 28 durchweg, was alles passieren würde, wenn sie Gott treu waren. Er hat gesagt, ich werde eure Ernte segnen, durch eure Tore werden Könige einziehen, es werden Fürsten kommen. Die Ernte wird so reichlich sein, ihr werdet zu einem großen Volk, ihr werdet größer als alle Völker der Erde werden, obwohl dieses Volk so klein war am Anfang. Aber er hat auch gesagt, wenn ihr mir nicht gehorsam sein werdet, dann wird das alles nicht eintreffen und andere werden eure Ernte essen. Ihr werdet unterdrückt werden, verschleppt werden und so weiter. Und bevor wir dazu ein bisschen eingehen, noch ein Kommentar von einem HDM Spence und Joseph Exell. Die haben in dem Buch The Pulpit Commentary of Deuteronomy in dem 3. Band Seite 439 folgendes geschrieben über diese Flüche. Diese Flüche ergaben sich zum größten Teil, wenn auch nicht völlig, aus den negativen Folgen, die die Sünde mit sich bringt. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. So wie ein am Wachstum nicht gehinderter Baum gar nicht anders kann, als entsprechend Früchte zu entwickeln, so strebt Sünde ihren Pegel an, läuft dem Ende entgegen und bringt Frucht zur Reifung und das Ende ist der Tod, um es mit neutestamentlichen Worten zu beschreiben. Also was dieser Text hier sagt, ist folgendes. Wir haben jetzt viel gelesen, wenig gesagt. Gott hat diese ganzen Versprechen gegeben. Er hat gesagt, ihr werdet das Land einnehmen, ihr werdet gesegnet werden, wenn ihr mir gehorsam seid. Und er sagt aber, wenn ihr nicht gehorsam seid, wird das Gegenteil davon eintreffen. Das bedeutet aber nicht, dass Gott sein Volk dann quälen wollte, dass er so ein Tyrann ist, indem er sagt, ich bin der Herrscher, ihr macht, was ich sage, oder ich werde euch unterdrücken. Ich finde, die beiden Männer haben es in dem Buch sehr gut ausgedrückt. Es gibt einfach gewisse Ordnungen in der Natur auch, wo eine bestimmte Ursache eine bestimmte Wirkung hat. Und so ist das hier auch beschrieben worden. Sie sagen, wenn du einen Baum pflanzt, der einen Apfelbaum pflanzt, der wird Äpfel tragen. Er kann keine Bananen hervorbringen. Er kann auch keine Hamburger hervorbringen. Er wird Äpfel tragen. Und so ist es mit der Sünde. Wenn wir die Sünde uns anschauen, es wird einfach Konsequenzen haben, ob wir wollen oder nicht. Und wir haben das, falls sich jemand noch erinnert, auch in der Geschichte mit Noah gelesen, als wir uns in dem dritten Studium mit diesem Bund mit Noah beschäftigt haben. Bevor Gott die Erde vernichtet hat, gab es ein Vorspiel. Gott hat nicht einfach irgendwann gesagt, jetzt mache ich die Erde platt, sondern die Erde ist langsam degradiert. Zuerst war es nur diese Frucht, dann war es Neid, dann war es Mord, dann auf einmal war es übertriebener Mord, dann war es Polygamie, Vielehe. Und so ist es immer schlimmer geworden, bis dann Gott gesagt hat, die Erde ist voll von Bosheit. Und das sehen wir auch in der Geschichte von Israel. Diese Flüche, die kamen ja auch nicht mit dem ersten Stolpern, das Israel hatte. Gott hat lange mit seinem Volk gerungen. Nachdem Josua gestorben war, war eigentlich die gute Geschichte schon fast zu Ende. Dann ist immer weiter, haben sie sich davon treiben lassen, was die anderen Völker machen. Gott hat aber die Richter gesendet, um ihnen gnädig zu sein, um ihnen wieder aufzuhelfen. Es war immer dieses Auf und Ab, bis es dann irgendwann so weit war, dass sie dann verschleppt wurden nach Assyrien und Babylon. Es ist ein langer Weg, aber wenn man Sünde nicht im Keim erstickt, wird es immer das Schlimmstmögliche hervorbringen. In Jeremia 11, Vers 8 lesen wir, wie Gott sagt über sein Volk, Aber sie haben nicht darauf gehört. Sie haben mir kein Gehör geschenkt, sondern jeder von ihnen wandelte nach dem Starrsinn seines bösen Herzens. Darum brachte ich alle Worte dieses Bundes über sie, die ich zu halten, ich ihnen befohlen habe, die sie aber nicht gehalten haben. Wenn Gott jetzt davon spricht, dass er die Worte des Bundes über sein Volk bringt, dann ist in diesem Kontext hier nicht der Segen gemeint, sondern der Fluch. Und wie ich gerade schon beschrieben habe, es war so ein schrittweises Abschreiten. Und ich finde, der große Wendepunkt, wo es noch schneller bergab ging, war an dem Punkt in der Geschichte Israels, als sie einen König gefordert haben. Gott wusste genau, wenn ein menschlicher König über sie herrschen würde, wenn nicht mehr Gott König war, würde es nicht lange dauern, bis Israel nicht mehr dieses besondere Eigentum war, sondern genau wie die anderen Völker mit einem religiösen Deckmantel. Und es ist sehr tragisch, weil sie haben damals den König gefordert. Samuel hat gesagt, das wird nicht funktionieren, es wird nicht gut werden. Aber Gott hat gesagt, gib ihnen, sie sollen selber wählen. Und Gott hat durch Samuel ihnen dann gezeigt, wenn ihr einen König haben werdet, er wird eure stärksten Männer mit in den Krieg nehmen, die vielleicht sogar fallen werden. Er wird eure Felder vielleicht einkassieren und verpfänden. Und es werden viele Dinge passieren, die ihr nicht haben wollt eigentlich. Das Volk damals wollte irgendjemand haben zum Aufschauen, einen König wie die anderen Völker. Wir wollen sein wie die anderen. Aber Gott wusste ganz genau, sobald ein Mensch an der Spitze ist, der auch fehlbar ist, mag man gar nicht denken, dass Menschen auch Fehler machen, selbst Könige, dann würde es schrittweise bergab gehen. Und Gott hat ihnen das alles gezeigt durch Samuel. Und das Volk hat gesagt, ja, okay, wir wollen einen König. Das ist eigentlich völlig absurd, wenn man darüber nachdenkt. Gott hat ihnen genau gesagt, es wird das passieren, wählt das besser nicht. Und das Volk sagt, ja, okay, wir nehmen es. Schade. Und so ging es dann mit den Königen immer weiter bergab. Saul hat ja auch gut angefangen, bis er dann einen anderen Weg eingeschlagen hat. Und der einzige Höhepunkt, den Israel in seiner königlichen Geschichte hatte, war David und die Anfangszeit von Salomo. Und selbst die beiden waren ja nicht ohne Fehler, aber man kann das schon so als Höhepunkt nehmen, weil die Bibel ja auch sagt, dass David ein Mann nach Gottes Herzens war. Er hat zwar viele Fehler gemacht, aber er hat trotzdem immer wieder sich vor Gott gedemütigt und hat diese Dinge bereut. Und wenn wir Psalm 119 lesen, er hat es geliebt, in Gottes Wort zu studieren. Das war gut. Aber mit Jerobeam und Rehobeam, den Söhnen von Salomo, ging es dann immer weiter, immer tiefer bergab, bis dann das Exil kam. Und deswegen, daraus sehen wir auch diese ganzen Bünde, die Gott mit dem Volk gemacht hat. Es ging dabei überhaupt nicht nur darum, dass es so eine rein starre Beziehung ist, so eine Geschäftsidee, wo man zwei Partner hat, die sich irgendwie helfen, aber ansonsten ist da eigentlich Eiseskälte zwischen ihnen, sondern diese Gelübde, die Gott mit seinem Volk macht und die er auch fordert, die zu halten, die sind so heilig und so rein wie die Ehe. Das lesen wir zum Beispiel hier in Jeremia 3, Verse 21. Dort wird gesagt, und er spricht, wenn ein Mann seine Frau verstößt und sie ihn verlässt und einem anderen Mann zu eigen wird, darf er wieder zu ihr zurückkehren. Würde nicht ein solches Land dadurch entweiht? Du aber, Israel, hast mit vielen Liebhabern gehurt, doch kehre wieder zu mir zurück, spricht der Herr. Aber wie eine Frau ihrem Gefährten untreu wird, so seid ihr mir untreu geworden, Haus Israel, spricht der Herr. Also hier sehen wir ganz deutlich, es geht Gott, wenn er diesen Bund macht, dieses Gelübde macht, nicht nur um so ein rein starres Versprechen, es geht um Dinge, die so rein und heilig sind wie in der Ehe. Und das Problem, was viele da haben, ist, die Israeliten hatten nicht nur einmal kurz einen Stolperstein. Im Buch der Sprüche heißt es ja auch, dass der gerechte Mensch 7-mal fällt. Wir lesen ja auch von Mose, wie er einmal gefallen ist, wie er auf diesen Stein 2-mal geschlagen hat, anstatt 1-mal und gesagt hat, haben wir euch nicht das alles hervorgebracht, das Wasser. Mose war auch ungehorsam in dem Sinne, aber das Problem bei Israel war, ein Ungehorsam kam zu einem weiteren Ungehorsam und diese ganze Kette von Ungehorsam hat schließlich zu dem Abfall geführt. Das heißt nicht, dass ich jetzt hier es gut heiße oder Kleinrede, wenn man mal stolpert und Gott untreu wird. Es ist immer schlecht. Aber bei Israel war das große Problem nicht mal ein kurzes Stolpern, so wie bei David zum Beispiel oder bei Mose, sondern es war diese Kette. Und das war auch das, was dann letzten Endes die Flut über die Welt gebracht hat, dass es immer schlimmer wurde, Stück für Stück, bis es nicht mehr ging. Deswegen es ist eine persönliche Beziehung Gott sehr, sehr wichtig. Und die Frage ist natürlich jetzt auch für uns, wie können wir diese Beziehung stärken? Und ein Prediger wurde mal gefragt, was ist wichtiger, Gebet oder Bibelstudium? Und er hat dann gesagt, als Antwort gegeben, welcher Flügel bei einem Vogel ist wichtiger, der linke oder der rechte? Und das ist ein kleines Beispiel, finde ich aber sehr amüsant. Und es verdeutlicht uns, das Gebet geht nicht ohne Bibelstudium, es gehört zusammen. Und ich habe hier ein kleines Bild mitgebracht, das das Ganze wirklich schön veranschaulicht, wie ich finde. Hier sitzt ein Mann auf der Kirchenbank und er beschwert sich und sagt, mein Gott, wir sind immer zu zweit, warum rede immer nur ich? Und Gott antwortet ihm dann und sagt, vielleicht, weil von uns beiden nur ich zuhöre. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dass Gebet ist ein Dialog, es ist kein Monolog. Wir können Gott nicht mit unserem Monolog erschlagen und dann sagen, warum antwortest du nicht, wenn wir nicht mal bereit sind zuzuhören auf das, was Gott sagt. Und so möchten wir auch damit den Bogen schlagen zum geistlichen Israel, weil wir haben, falls wir uns noch daran erinnern, auch in der zweiten Lektion diesen Text aus Galater 3, Vers 26 bis 29 angeschaut, den wir auch gleich nochmal lesen werden. Und da haben wir gesehen, dass diese Versprechen, die Abraham gegeben wurden, im großen Stil von Jesus erfüllt wurden, weil er der Erbe Abrahams wurde. Und durch den Glauben an ihn dürfen wir Miterben mit ihm werden. Aber lesen wir selber, was hier geschrieben steht. Galater 3. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Also dieses Versprechen, das Abraham gegeben wurde, hat in Jesus seine Erfüllung gefunden. Und dadurch dürfen wir als geistiges Israel auch uns dazu zählen als Miterben. Wir haben hier in Patriarchen und Propheten seit der 170 noch ein wirklich treffendes Zitat dazu. Das auch noch kurz so als Vorgedanke, bevor wir dann übergehen, was es jetzt konkret mit uns als Gemeinde zu bedeuten hat. Und dort heißt es, das Geschenk, das Abraham und seinen Nachkommen versprochen wurde, bezog sich nicht nur auf das Land Kanaan, sondern auf die ganze Welt. Und die Bibel lehrt eindeutig, dass die Zusagen, die Abraham erhielt, durch Christus erfüllt werden sollen. Alle, die zu Christus Jesus gehören, sind berufen zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Das ist die Erde, die einmal vom Fluch der Sünde befreit wird. Also wie gesagt, das hier als kleiner Hintergrund. Dieses Versprechen für Abrahams Same, das Abraham bekommen hat, hat sich nicht nur auf das Land Kanaan bezogen, später für die Israeliten, sondern es war ein Versprechen, das auf den neuen Bund hindeutet, den wir auch noch in den nächsten Wochen genauer studieren werden, wodurch jeder Gläubige nicht in das irdische, sondern in das himmlische Kanaan kommen wird. Und das himmlische Kanaan und das Dahingelangen ist ein sehr, sehr interessantes Thema, mit dem wir uns jetzt noch ein bisschen genauer auseinandersetzen wollen. Wir lesen nämlich in Zephania 3, Vers 12 und 13 folgendes. Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden, ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Gott hat zwar in der Geschichte mit Israel viel Negatives erlebt, in der gesamten Geschichte der Menschheit, aber trotzdem gab es immer wieder, auch unter dem ganzen Unkraut, doch kostbare Blumen, die es zu pflegen gab. Und das beschreibt Jesus ja auch in dem Gleichnis von dem Sämann, der ausgeht, um zu säen. Und in der Nacht kam aber der Feind und hat Unkraut dazwischen reingestreut. Und als dann die Frage kam, sollen wir das jetzt alles gleich vernichten, hat er gesagt, wartet bis zur Ernte, weil auch wenn viel Böses da ist, es ist doch was Gutes drin. Und das war auch im Übrigen immer wieder der Grund, warum Gott die Menschheit bei der Flut nicht komplett vernichtet hat, weil es auch dort etwas Gutes noch gab. Das war auch der Grund, warum Gott auch im Exil in Babylon später sein Volk wieder hat zurückkehren lassen, weil es auch dort gottesfürchtige Menschen gab, die sich auf das berufen haben, nach dem gelebt haben, was Gott gesagt hat, was Gott von ihnen verlangt hat, was er ihnen versprochen hat. Und wir sehen das auch schön in der Geschichte von Elia, als quasi der ganze Baalskult Israel völlig überschattet hat und Elia dachte, alle sind von Gott abgefallen, was soll ich nur machen jetzt? Und Gott hat aber zu Elia gesagt, es gibt immer noch einige tausend Menschen, die ihre Knie nicht für Baal gebeugt haben. Ich habe mir so einen Überrest übrig gelassen. Und diesen Überrest, den Gott immer hatte, in allen Zeitaltern, auch in der dunklen Zeit des Mittelalters, gab es immer wieder kleine Lichtblicke, die aufgeblüht sind, die geleuchtet haben, die Gottes Wahrheit vertreten haben. Und wie es in Jesaja 66, Vers 19 zum Beispiel heißt, sollte dieser Überrest die Herrlichkeit Gottes dann weitergeben. Weil das, was Gottes Volk im Ganzen nicht geschafft hat, wird dieser kleine Überrest dann schaffen und vollbringen. In Johannes 10, Vers 27 und 28 lesen wir etwas, was auch sehr wichtig ist, gerade in Bezug auf die übrigen. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und später in Vers 29 sagt er dann noch, aus der Hand meines Vaters reißen. Wir müssen, und damit kommen wir jetzt zu dem persönlichen Aspekt, wir müssen Jesus wirklich kennenlernen. Ich habe das früh erfahren. Wir waren, ich weiß nicht, als ich 10 Jahre alt war, sind wir in eine Gemeinde gegangen, in die wir jetzt auch nicht mehr gehen, aber wir sind damals dorthin gekommen. Und es war eigentlich eine sehr schöne Gemeinde. Und auch die Menschen waren sehr nett und es war immer eine schöne Gemeinschaft. Und das war so der Bereich, wo Gott mich persönlich erweckt hat. Ich hatte damals viele Probleme und, also keine, ich sag mal, so schwerwiegenden Probleme mit Drogen oder sowas, aber ich hatte so keinen Bezug zur Gemeinde. Ich hatte keine Freunde in meinem Alter und ich war kurz darauf, auch die Gemeinde zu verlassen, bis Gott dann einen Jungen gesendet hat, der mich mitgenommen hat, der mir so von seinem Glauben erzählt hat, und er war damals nicht arg viel älter als ich. Wir waren gleich alt, aber er hatte irgendwas, was mich fasziniert hat. Er hatte so einen lebendigen Glauben, er hat darüber gesprochen, als wenn es das Alltäglichste und das Normalste der Welt wäre, mit Gott zu gehen. Und ja, so haben wir uns dann eingeladen und dann irgendwann in der Jugendgruppe damals haben wir wirklich Gottes Geist gespürt. Es war wirklich ein Einfluss, der auf die Gemeinde auch, auf die gesamte Gemeinde richtig, richtig mächtig und stark war. Und ich erinnere mich auch an einige Situationen, wo wir auch so einen Jugendsabbat hatten. Und wir waren damals 14 oder 15, also nicht wirklich erfahren oder so. Aber als wir dann so einen Gottesdienst veranstaltet haben, kamen dann hinterher auch einige Geschwister und haben gesagt, ich habe schon lange nicht mehr erlebt, dass alle Menschen so zugehört haben. Keiner war irgendwie abgelenkt. Und eine Schwester hat auch damals gesagt, das war irgendwie, als würde Gott direkt hier in die Gemeinde reinscheinen. Und wir haben wirklich gebrannt für Gott und es war einfach faszinierend. Und es hätte so schön sein können, wenn da nicht etwas anderes aufgetaucht wäre. Als wir uns dann nämlich entschlossen haben, getauft zu werden, haben auf einmal unter uns angefangen irgendwelche Streitereien. Und wir haben es dann aber zum Glück unter uns Jugendlichen relativ schnell verstanden, haben dann im Gebetssinn zusammengerückt und wir haben dann diese Streitereien beiseite gelegt, weil sie wirklich von 0 auf 100 aufkamen. Und Gott hat uns gesegnet und wir waren danach enger, als wir davor waren. Aber damit war es leider nicht fertig, weil dann auf einmal haben Probleme angefangen in der Gemeinde. Und es gab dort insbesondere eine Familie, die vor uns auch schon mit vielen anderen Familien Probleme hatte. Und das ist wieder aufgekeimt, weil es auch nie wirklich bereinigt wurde oder ausgesprochen wurde. Und so ist es wieder aufgekeimt, das ist wieder stark geworden. Und dann haben in den nächsten Wochen, Monaten Streitereien angefangen über Dinge, manche völlig banal, manche völlig aus der Luft gegriffen, manche schon Jahre zurück, manche völlig übertrieben. Und am Ende waren 6, 7, 8 Familien involviert. Und das Resultat dabei war, und darum erzähle ich das, die Gemeinde hat sich nicht unbedingt gespalten, aber viele sind aus der Gemeinde weg in andere umliegende Gemeinden. Manche sind gar nicht mehr gekommen. Und es hat ein Riesenloch dagelassen und eine Riesenverwunderung bei vielen. Und was mich betrifft, habe ich damals meinen Freundeskreis in der Gemeinde, der mir so viel Kraft und Hoffnung gegeben hat und mich zu Gott gebracht hat, verloren. Und das war sehr übel, das alles zu ertragen und zu erfahren. Und Gott sei Dank haben wir uns nach, ja, wie lange ist das jetzt her? 5, 6 Jahre wieder gefunden. Aber es war damals ein großer Schmerz. Und warum ich das erzähle, ist, dass wir Jesus kennenlernen müssen. Wir haben es vorhin gelesen, hier in Johannes 10, dass seine Schafe seine Stimme hören. Und wenn ich bis dahin, auch wenn ich nicht viel wusste, Jesus nicht erkannt hätte, wie ich ihn bis dahin erkannt habe, ich wäre heute 100% nicht mehr in der Gemeinde. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, es war schön mit euch, aber ihr seid ein Haufen Heuchler und ich bin weg. Und das Problem, was wir Christen immer machen, ist, wir schauen immer viel zu sehr auf das, was andere Christen machen, was andere Christen sagen und tun oder behaupten, anstatt einfach auf unseren eigenen, richtigen, wahren Maßstab zu schauen. Der Geist der Weissagung sagt, wir sollen uns niemals mit anderen Menschen messen oder vergleichen. Wir haben genau einen Maßstab. Und dieser Maßstab sitzt zur Rechten Gottes. Und Christen sind im Übrigen Nachfolger von Christus und nicht von anderen Christen. Und das hat mir damals geholfen, denn ich glaube, Gott hat mich da auch vorbereitet auf diese Krise wie auch auf kommende weitere Krisen, dass wenn so etwas kommt, ich nicht auf die Menschen schaue, sondern allein auf den Maßstab, Christus alleine. Und das ist auch der Grund, warum ich heute noch in der Gemeinde bin, warum es mir heute auch ein großes Anliegen ist, diese Erfahrungen zu teilen und weiterzugeben und Gott in jungen Jahren zu dienen. Weil ich bin jetzt gerade mal 22, noch nicht viel Lebenserfahrung, aber ich kann auch schon jetzt sagen, es lohnt sich, mit Gott zu leben. Es lohnt sich, in jungen Jahren diesen Weg mit ihm zu gehen, diese Schritte zu machen, weil wenn wir uns Jesus hingeben, wenn wir ihn wirken lassen, ihn an das Steuer lassen, dann wird er für uns alles sein, was wir uns nur wünschen. Und darum nicht, ich meine, es ist schön, wenn man später zur Besinnung kommt. Mein Vater ist zum Beispiel, hat sich mit 59 oder 60 taufen lassen. Ich glaube, 2 Tage vor seinem 60. Geburtstag hat er sich taufen lassen. Und er hat immer gesagt, in der Zeit davor auch, weißt du, ich wünschte, ich hätte früher angefangen, die Bibel zu lesen. Und ich habe dann immer gesagt, weißt du, Papa, besser spät als nie. Aber warum so lange warten? Wenn wir jung anfangen, wir müssen nicht erst diese schlimmen Erfahrungen machen, um zu erfahren, wie wundervoll es ist, mit Gott zu gehen. Wir können jetzt schon anfangen und ich hoffe, dass auch einige junge Leute das Video sehen. Und deswegen möchte ich auch besonders an die Jungen oder die sich jung fühlen, appellieren, macht jetzt den Schritt. Erstens geht uns langsam die Zeit aus auf diesem Planeten und zweitens, wir werden nur dann ein erfülltes Leben haben, wenn wir Jesus kennenlernen. Und er ist der Grund, warum ich damals nicht aus der Gemeinde gegangen bin, warum ich festgehalten habe. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Gott immer, auch wenn sein Volk völlig abtrünnig war, immer noch einige treue Menschen hatte. Es ist für uns immer erstaunlich, wenn wir zum Beispiel die Geschichte der Hebräer im Feuerofen lesen oder wenn man davor liest, wie sie da in Babylon so mutig gestanden haben und sich gegen dieses babylonische Essverhalten gestellt haben. Aber das ist nur möglich, weil sie Gott in jungen Jahren kennengelernt haben und weil sie verstanden haben, wer der wahre Hirte ist und weil sie seine Stimme hören und kennen. Und Jesus sagt dann ja auch weiter in Johannes 10, dass der Räuber, der Mietling, der wo feige ist, Satan oder falsche Lehrer, dass die wahren Nachfolger diese Stimme nicht als Vorbild nehmen, diese Stimme nicht folgen, weil sie wissen, wer die wahre Stimme ist. Und das ist das, was hier drin steckt. Ja, jetzt ist es ja aber so, dass wir Siebenten-Tags-Adventisten uns als die übrigen verstehen. Und das ist eigentlich auch ein ziemlich tiefes Studium. Ich würde gerne, aber ich kann nicht so aktiv darauf reingehen. Deswegen möchte ich mit euch einfach kurz die Punkte durchgehen, warum ich glaube, dass wir Siebenten-Tags-Adventisten wirklich die übrigen sind, von der in Offenbarung 12 gesprochen wird. Und das einfach kurz an 6 Stichpunkten festmachen. Man könnte natürlich, wie gesagt, sehr tief da studieren, aber das würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Jedenfalls in Offenbarung 12 wird ja beschrieben, wie die Frau, die reine Gemeinde, vom Drachen verfolgt wird und wie der Drache zunächst versucht, diesen Knaben, das die Frau gebiert, zu verschlingen, der Messias, damals durch das heidnische Rom. Und als dann aber der Messias zu Gottes Thron entrückt wurde und damit für immer aus Satans Machtgebiet, aus seinem Einzugsgebiet verschwunden war, hat er natürlich angefangen, dann das zu verletzen und kaputt zu machen, was dem Knaben, dem Messias, was Jesus am wichtigsten ist. Und das ist seine Gemeinde. Und so hat er angefangen, dann die Gemeinde über die ganzen Jahrhunderte nach dem 1. Jahrhundert zu verfolgen, bis wir dann in die Zeit des Mittelalters kamen, wo die Gemeinde dann fast ausgerottet war und es nur noch wenige gab, die dieses Banner der Wahrheit hochhalten konnten. Wir haben die Hugenotten und die Waldenser, wahrscheinlich die bekanntesten, aber auch sonst immer mal wieder einzelne Gläubige oder auch kleine Gruppen, die existiert haben, auch wenn es natürlich sehr in einer großen Minderheit war. Nachdem dann aber die Macht von dem Papsttum gebrochen war, heißt es dann in der Bibel, dass sich Satans Zorn vor allem dann gegen die Übrigen, gegen den Samen dieser Frau gewendet hat. Und deswegen, wie gesagt, warum glauben wir als Adventisten eigentlich, dass wir diese Übrigen sind? Ohne das im Stolz zu sagen. Aber da komme ich auch gleich noch drauf. Jedenfalls, wenn wir in Offenbarung 12 lesen, dann wird gesagt, dass diese übrigen Christen sind. Das ist nämlich ein Nachkomme der Frau, wie wir hier auf der Folie sehen können. Aber es sind nicht alle Christen, weil es ja wie gesagt nur ein Teil ist, es sind ja die übrigen. Und lehrmäßig halten sie alle Gebote Gottes. Also lehrmäßig sind sie eine reine Gemeinde. Und bei mir war es auch so, als ich dann angefangen habe, mich so für den Glauben zu interessieren und zu gucken, warum bin ich eigentlich Adventist, da habe ich dann angefangen auch da zu graben, zu verstehen und zu suchen. Weil bei mir war es so, wenn ich früher mich mit Freunden getroffen habe, und es war manchmal auch so, dass ich nach der Gemeinde dann samstags mit ihnen in der Stadt war und in irgendeinem Café Kuchen gegessen habe und sie dann gefragt haben, warum geht ihr eigentlich samstags in die Gemeinde? Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich wusste es damals nicht anders, ehrlich gesagt. Ich wusste gar nicht genau, warum. Auf der anderen Seite habe ich dann immer gesagt, naja, wir sind so wie die ganzen evangelischen Kirchen auch, nur wir gehen halt am Samstag in die Gemeinde. Und dementsprechend waren dann auch die Blicke, so nach dem Motto, was seid ihr für Freaks? Ihr seid wie alle anderen auch, aber nehmt euch hier Samstag? Heute natürlich weiß ich das. Aber als ich dann angefangen habe zu studieren und zu verstehen, warum eigentlich samstags, warum glauben wir, dass Tote nicht sprechen können, warum glauben wir, dass die Hölle nicht ewig brennt, was hat das mit diesem komischen Opferdienst im Heiligtum zu tun und so weiter. Da habe ich dann alles so gelesen und geprüft und verstanden und ich habe gemerkt, diese ganzen Glaubenspunkte der Gemeinde, die sind alle biblisch. Und deswegen lehrmäßig ist es eine reine Gemeinde, was natürlich nicht heißt, dass auch hier und da ein schwarzes Schaf unterwegs ist, aber prophetisch gesehen, lehrmäßig, sind die Übrigen eine reine Gemeinde. 4. Punkt. Diese Übrigen kamen auf in einem wenig bevölkerten Land. Und das passt ja auch, wenn man uns die Geschichte anschaut, dass sich die Adventbewegung, woraus später dann die Adventgemeinde wurde, in den Vereinigten Staaten gegründet hat, wo damals weitaus weniger und sehr wenige Menschen gelebt haben. 5. Punkt, sie kamen eben nach dieser Tyrannei des Papsttums auf im Jahre 1798. Und auch das passt natürlich, da sich die Adventbewegung Anfang des 19. Jahrhunderts gebildet hat. Und 6. sie haben den Geist der Weissagung. Und wir glauben natürlich, dass sich diese Gabe der Prophetie in dem Leben und Wirken von Ellen White dann bezeugt hat. Deswegen, wie gesagt, glaube ich, dass wir diese Kriterien der übrigen erfüllen. Aber, und das ist der große Punkt, natürlich ist das, wurden wir von Gott auf besondere Weise auserwählt, ja, das stimmt. Aber auch hier, wir dürfen uns dabei nicht zurücklehnen, so nach dem Motto, wir sind ja auserwählt und jetzt ab und zu schicke ich mal ein Video weiter und so weiter, sondern wir haben auch einen Auftrag zu erfüllen. Und der Geist der Weissagung sagt uns auch, dass es keine Generation an Menschen vor den Adventisten gab, die diese Fülle und diese Übermacht an Wahrheit und Licht hatten. Und in Anbetracht dessen, was uns anvertraut wurde von Gott, ist natürlich die Frage, was machen wir mit dieser Übermacht an Wahrheit und mit dieser Übermacht an Licht? Und wenn man heutzutage so ein bisschen in die Gemeinden schaut, und ich meine das nicht werten, das ist bloß eine rein objektive Beobachtung, dann führen wir Diskussionen, die eigentlich gar nicht geführt werden müssten. Wir führen Diskussionen über die Kleidung, über die Ernährung, über das Liederbuch, über die Frauenordination, über die Dreieinigkeit und viele andere Dinge. Und die Sache ist, all diese Diskussionen sind wichtig und richtig, nur wenn uns diese Diskussionen abhalten, unseren Auftrag zu erfüllen, die Menschen zu warnen, dann ist die Frage, ob das von Gott geführte Diskussionen sind. Weil wir müssen uns damit auseinandersetzen mit all diesen Punkten, keine Frage, weil das gehört nämlich auch dazu, warum glaube ich an gewisse Dinge? Warum glaube ich, dass das kleine Horn in Daniel 7 und 8 das Papsttum ist? Aber da komme ich gleich noch drauf. Jedenfalls, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Nur, ich will mal behaupten, wenn jeder Siebenten-Tags-Adventist aufrichtig und demütig die Bibel und den Geist der Weissagung studieren würde, dann würden all diese Diskussionen einmal geführt werden und dann wäre es das. Weil wir dann wüssten, was der Standpunkt der Bibel und des Geistes der Weissagung ist zu diesen Themen. Ich möchte danach dazu ein Zitat lesen aus einem Buch, das, ich habe das letztens erst gelesen, es ist schon ein bisschen älter und vielleicht kennen das einige von euch. Es ist wirklich ein wunderbares Buch. Das Buch heißt Entscheidung am Jordan, ist von Lewis Walton geschrieben und auf Seite 6 und 7 schreibt er hier Folgendes. Genau das ist meiner Ansicht nach unser heutiges Problem als Adventisten. Auch wir sind jahrelang in der Wildnis der Geschichte umhergewandert, während die heimatlichen Berge nur wenige Tagesmärsche vor uns lagen. Wir sind den Toren des verheißenen Landes so nahe gekommen, dass der Spätregen schon zu fallen begann. Auch wir haben manchmal mit Zweifeln und Ungehorsam gespielt, wo wir doch den Himmel hätten betreten sollen. Ich denke, Gott hat uns jetzt ans Jordanufer gebracht. Ich meine, es ist an der Zeit, dass wir heimkehren. Warum? Weil überall, wo ich hinschaue, scharlachrote Seile aus den Fenstern dieser Welt erblicke. Jetzt, was meint er hier mit diesen scharlachroten Seilen, die er aus den Fenstern sieht? Er bezieht sich hier auf die Geschichte des Israel damals. Und er schreibt hier quasi, die Israeliten kamen aus Ägypten raus, sie hatten dann nach 2 Jahren schon die Möglichkeit, nach Kanaan einzuziehen, haben dann aber lieber den 10 Kundschaftern geglaubt, die gesagt haben, das schaffen wir niemals, die Menschen sind zu groß und wir sind nur Heuschrecken dagegen, haben den Glauben von Josua und Kaleb verworfen und durch diesen Unglauben, durch diesen Zweifel, den sie hatten, hat Gott machen müssen, aus 2 Jahren 40 insgesamt. Jedenfalls, als sie dann aber in das verheißene Land einzogen, schreibt die Bibel, dass eine Hure Rahab davon gehört hat und sie hat diesen Wundern geglaubt und hat sich zu Gott bekehrt. Und sie hat dann dieses rote Seil aus dem Fenster gehängt, wo dann quasi die Israeliten wussten, okay, in diesem Haus wohnt jemand, der Gott treu ist, wir dürfen die nicht vernichten. Und was er hiermit meint ist, überall, wenn wir heute in die Welt schauen, sehen wir, wie Menschen aus den Fenstern scharlachrote Seile hängen lassen. Überall sehen wir Menschen heutzutage, gerade auch jetzt in dieser ganzen Corona-Pandemie, die Fragen stellen und die sehen, irgendwas geschieht hier in der Welt, was nicht normal ist. Überall wachen Menschen auf und beginnen zu sehen, was die Bibel schon lange vorhersagt. Und ich habe letztens erst ein Video gesehen, vor 2 Tagen, wo es auch darum ging, dass wenn wir heute in die Welt schauen, mit diesen ganzen Einschränkungen, viele Menschen das einfach hinnehmen und andere aber, die stellen Fragen und die fragen, wie kann das sein? Kann es vielleicht sein, dass es wirklich so eine geheime Agenda gibt hinter den Kulissen? Kann es wirklich sein, dass da mehr dazu gehört als bloß ein einfaches Virus? Und manchmal hat man so den Eindruck, wenn man dann in die Gemeinden schaut, dass man bezüglich der Geschehnisse in der Welt, bezüglich dieser erfüllten Prophetie, den Standpunkt nicht mehr vor den ungläubigen Menschen, sondern vor den eigenen Geschwistern rechtfertigen muss. Und das ist wirklich schade. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an ein Zitat von Ellen White, das wir nachher auch noch lesen werden. Das ist nämlich auch in diesem Buch erwähnt worden, dass am Ende der Zeit Satan darauf abzielen wird, auch den Glauben an den Geist der Weissagung unwirksam zu machen in seinem Volk. Es ist damals, was damals in der Alpha-Krise beschrieben wurde, dass Menschen den Geist der Weissagung degradiert haben, dass falsche Lehren in die Gemeinde kamen, dass grundlegende adventistische Glaubenssäulen angegriffen wurden, dass sich das in der Omega-Krise am Ende der Zeit nochmal wiederholen wird, nur noch viel intensiver. Und ich habe das letztens erst gemerkt, ich habe da mit einer Glaubensschwester geredet und ich meine, ich kenne sie schon lange, sie ist gläubige Adventistin und ich weiß gar nicht mehr, worum es genau ging. Auf jeden Fall habe ich irgendwann dann gemeint, dass Ellen White etwas Bestimmtes geschrieben hat und sie wollte dann wissen, steht das in der Bibel? Also sie, genau, es ging darum, um diese ganzen Welten, die Ellen White in den Visionen gesehen hat, wo sie Henoch gesehen hat und so weiter und dass eben der Baum dieser Erkenntnis auch auf anderen Welten war. Und diese Schwester wollte dann wissen, wo steht das in der Bibel? Und ich habe dann gesagt, so detailliert findest du das in der Bibel nicht. Aber, und dann konnte ich gar nicht weiter reden, weil sie dann gesagt hat, ja, dann ist das nicht so wichtig. Ellen White war auch noch ein Mensch, sie war eine nette christliche Autorin, aber das können wir mal da so liegen lassen. Aber bevor ich noch eine weitere Geschichte dazu erzähle, wir haben vorhin gelesen in Offenbarung 12, beziehungsweise es angeschaut, dass ein Kennzeichen der Übrigen sein wird, dass die Gabe der Prophetie, der Geist der Weissagung in dieser Gemeinde vorherrschen wird. Gott hat immer zu allen Zeiten Propheten gesandt, um sein Volk zu etwas zurückzubewegen. Ein einfaches Beispiel, Gott hat Prediger gesandt, zum Beispiel Methusalem und Henoch, die gesagt haben, es wird eine Flut kommen und bereitet euch vor. Noah hat natürlich auch da gepredigt und kurz bevor die Flut kam, hat Noah nochmal darauf hingewiesen. Oder auch im Exil in Babylon, die ganzen Propheten im Alten Testament haben gesagt, wenn ihr Gott weiterhin untreu werdet, dann werdet ihr verschleppt werden. Und Jeremia hat aber dann verheißen, dass nach 70 Jahren Gefangenschaft sie wieder zurückkehren werden. Und kurz bevor dann diese 70 Jahre um waren, hat Gott Daniel erweckt, um zu zeigen, es wird sich bald erfüllen, erinnert euch daran an das, was schon lange bekannt war. Und jetzt die Frage, die ich mir da gestellt habe, die ganze Bibel spricht von der Wiederkunft. Warum sollte Gott nicht auch vor der Wiederkunft einen Propheten schicken, der darauf hinweist, auf das, was schon lange bekannt war? Und wenn wir uns auch den Text dann in der Offenbarung anschauen, in Kapitel 12 von 19, können wir nicht verleugnen, dass die Gabe der Prophetie Gottes Volk nochmal gegeben wurde. Und auf der anderen Seite sehen wir es aber auch ganz deutlich, dass der Geist der Weissagung selber davor warnt, dass viele dann das aufgeben werden. Und das ist ja schade. Und ein anderer Bruder, der hat mir mal erzählt, der hatte in einer Gemeinde eine Sabbatschulklasse zu leiten. Und es ging dann auch um das Papsttum eben. Und ich meine, wir als Adventisten, wir sagen ja nicht, dass jeder Katholik ein Kind des Teufels ist oder auch der Papst als Person selber. Aber das Papsttum als Institution ist definitiv ein Kind des Teufels. Und das kann man auch schon so deutlich sagen, weil wenn man Luther fragen würde, was er über das Papsttum denkt oder auch unsere Pioniere, da würde ihnen wahrscheinlich der Dampf aus den Ohren kommen und sie würden darüber sehr aufgebracht sein, über dieses gottlose System. Jedenfalls hat dieser Bruder dann, ja eben, und ich kenne ihn, also er ist wirklich eine liebe Seele und ich weiß nicht, ob er überhaupt genetisch gesehen wütend werden kann, aber er hat dann über das Papsttum gesprochen und dann hat ihm eine Schwester etwas gesagt, was nicht sehr nett war, weil dieser Bruder hat südslawische Wurzeln, ist aber deutscher Staatsbürger. Jedenfalls hat diese Schwester dann zu ihm gesagt, warum bringt ihr Ausländer immer solche komischen Lehren mit hier nach Deutschland? Und der Bruder hat dann aus meiner Sicht wirklich gelassen und klug reagiert, weil er hat dann gesagt, ich sage nur, was der Geist der Weissagen und die Bibel sagen, aber wenn du möchtest, dann darfst du gerne in den deutschen Himmel gehen. Und ich fand das sehr interessant gekontert, aber das zeigt uns alles so ein bisschen, dass wir in eine Zeit kommen, wo wir unsere eigenen Glaubenspunkte vor den eigenen Geschwistern rechtfertigen müssen, was eigentlich nicht sein dürfte. Und das sehen wir aber die ganze Geschichte durch Abrahams Same. Wie wir es vorhin gesehen und gelesen und studiert haben, immer wieder kommt es an diese Punkte, wo das Volk abtrünnig wird und im eigenen Volk dann solche Kriege und Streitereien losbrechen. Und das Problem bei der Sache ist eben, um damit dann noch ein bisschen tiefer einzusteigen, wenn wir nicht wissen, warum wir Adventisten sind, so wie ich damals, dann ist die Gefahr sehr schnell da, dass wir sehr, sehr schnell verweltlicht werden. Jetzt, was meine ich damit? Ich wusste damals nicht genau, warum gehen wir eigentlich am Samstag in die Kirche. Und ich meine, man muss schon sagen, es ist eigentlich eins der offensichtlicheren Dinge, warum wir am Sabbat in die Gemeinde gehen. Aber dadurch, dass ich das nicht wusste und immer den anderen gesagt habe, eigentlich ist bei uns gar nicht so viel anders, war die Gefahr da, dass ich irgendwann vielleicht gesagt hätte, warum gehe ich dann überhaupt dahin, wo meine Eltern hingehen? Ist ja eh nichts anders. Und man sieht das ziemlich oft, finde ich, dass viele Geschwister, und das ist wirklich kein Angriff, es ist nur eine Feststellung, die die Bibel nur oberflächlich studieren oder lesen und die dann meistens auch den Geist der Weissagung gar nicht beachten, dass sie nur so oberflächlich irgendwas wissen, mal gehört haben, was irgendjemand gesagt hat, dass diejenigen die Ersten sind, die dann andere Kirchen besuchen und den Glauben aufgeben. Und das ist ja traurig und schade, aber es muss so nicht sein, weil wir dieses Studium haben. Und ich möchte dazu auch noch eine kleine Buchempfehlung weitergeben. Ich habe euch vorhin schon von dem Buch Entscheidung am Jordan vorgelesen. Und dieser Autor hat auch noch andere Bücher geschrieben, zum Beispiel das Buch Eisberg voraus oder Omega 2, wo es um die Omega-Krise geht, um diese Krisen, die die Gemeinde treffen werden. Und das sind keine dicken Bücher, deswegen, falls ihr euch mit dieser Thematik noch tiefer auseinandersetzen wollt, inwieweit dieser Überrest von Abrahams Same uns heute betrifft, kann ich euch diese Bücher nur wärmstens ans Herz legen. Entscheidung am Jordan hat vielleicht 90 Seiten, das ist schnell durchgelesen, aber sehr, sehr gehaltvoll. Und deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich möchte dann abschließen mit einem weiteren Zitat aus dem Buch Entscheidung am Jordan. Ziemlich am Ende schreibt der Autor dann nämlich auf Seite 84: Die allerletzte Verführung Satans wird darin bestehen, das Zeugnis des Geistes Gottes wirkungslos zu machen. Und damit zitiert er aus Selected Messages Band 1, Seite 48, wo Ellen White vorhersagt, dass am Ende der Zeit Satan darauf abzielen wird, den Glauben an den Geist der Weissagung in seinem Volk zu untergraben. Und so traurig es ist, wir sehen das heute, wie es sich immer mehr abzeichnet. Uns ist heute die Aufgabe übertragen, Gottes Wahrheit in der Stunde der größten Gefahr inmitten der heutigen Welt zu verteidigen. Von Anbeginn der Geschichte hat das Volk Gottes im Glauben diesen Augenblick vorausgesehen, in dem das Banner der Wahrheit zum letzten Mal den Sieg erringen wird. An dieser Stelle befinden wir uns jetzt. Alle Teile des großen Mosaiks sind schon eingesetzt. Es wird jetzt etwas geschehen. Wie Israel damals, so müssen wir heute die beiden großen Fragen beantworten. Erstens, wollen wir der Wahrheit glauben, die Gott offenbart hat? Und zweitens, wenn wir der glauben, werden wir Erfolge leisten. Wir haben den Jordan erreicht. Die Zeit ist gekommen, dass wir uns entscheiden. Es ist ein sehr gehaltvolles Zitat, aber es hat es wirklich in sich. Und ich möchte diese Fragen weiterwirken lassen. Wollen wir der Wahrheit glauben, die Gott offenbart hat? Gott hat uns eine ganz besondere gegenwärtige Wahrheit anvertraut. Und wenn wir ihr glauben, verstandesmäßig glauben ist gut, aber wenn wir ihr glauben, wollen wir dann auch Folge leisten. Wir haben in den letzten Studien auch schon gesehen, dass nur weil Gott etwas offenbart hat, das nicht automatisch die Probleme gelöst hat. Bevor Noah in die Arche ging, hat Gott gesagt, ich werde es vernichten, aber Noah musste es glauben, dass die Erde vernichtet wird und dass Gott sein Versprechen an ihm erfüllt. In der Geschichte mit Abraham genau dasselbe. Abraham hat das Versprechen bekommen, dass er ein Vater vieler Völker wird, aber er musste es glauben und im Glauben danach handeln. Und so auch bei uns. Wenn wir es nur rein verstandesmäßig glauben, das reicht nicht. Wir müssen ihm Folge leisten. Und für mich ist es immer eigentlich faszinierend, der Geist der Weissagung sagt uns ja auch, dass wenn unsere führenden Brüder und Schwestern in der Generalkonferenz 1888 diese Botschaft von Jones und Wegener angenommen hätten, also von Herzen angenommen, Gerechtigkeit aus Glauben, nicht nur vom Verstand, sondern von ganzem Herzen, dann wäre Jesus schon Ende des 19. Jahrhunderts wiedergekommen. Ist er aber nicht. Und auch so, wenn wir die ganzen prophetischen Zeichen uns anschauen, auch mit dem Sternenfall und so weiter, das ist alles schon passiert, Anfang des 19. Jahrhunderts. Worauf warten wir noch? Wir haben auch in dem Zitat gelesen, dass alle Teile von dem großen Mosaik der Prophetie schon eingesetzt sind. Es ist schon alles bereit. Es muss jetzt irgendetwas geschehen. Und so wie wir eingangs gelesen haben in diesem Zitat auf Seite 6 und 7, überall in der Welt sind Menschen, die das erkennen. Viele können das nicht einordnen und verstehen das nicht, aber wir wissen doch, was passiert. Werden wir uns auch darum bemühen, das weiterzugeben? Werden wir der Wahrheit, die Gott offenbart hat, Folge leisten? Werden wir unserer Berufung als die übrigen treu sein? Oder möchten wir dem nicht treu sein? Aber es lohnt sich, wenn wir dem treu sind, weil wenn wir das dann tun und ausführen, die Folge leisten werden, dann werden wir sehr bald, und ich glaube wirklich, dass wir die Generation sein können, die Jesus wiederkommen sieht, dann werden wir sehr bald im himmlischen Kanaan sein. Und das ist auch mein Gebet und mein Wunsch für uns alle, dass wir uns Gott völlig hingeben und unterordnen und er uns somit als Werkzeuge für die Gerechtigkeit für sein Werk verwenden kann. Zum Abschluss noch möchten wir beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Studium, das wir betreiben konnten. Wir konnten uns Abrahams Same anschauen. Wir konnten uns anschauen, dass du dem Samen Abrahams, den Gläubigen, das Land Kanaan verheißen hast, dass es aber nicht nur das irdische Kanaan war, sondern dass es sich auf die ganze Welt und letzten Endes auf das himmlische Kanaan bezogen hat. Und so möchten wir dich bitten, hilf, dass das, was wir heute gelernt und gehört haben, praktisch umsetzen werden in unser Leben, dass wir nicht nur verstandesmäßig glauben, sondern dass wir von ganzem Herzen uns dem hingeben und der Wahrheit Folge leisten, die du offenbart hast. Wir danken dir, dass wir mit dir Wunder und große Dinge erleben können und dass du uns zum Segen für andere Menschen einsetzen möchtest. In Jesu Namen. Amen. Wir möchten euch auch ganz herzlich noch einladen, auch beim nächsten Mal wieder dabei zu sein, beim 7. Thema, wo es um den Bund am Sinai geht. Dort werden wir uns anschauen, welche Bilder Gott benutzt, um seine Beziehung zu seinem Volk zu verdeutlichen, wie er es darstellen möchte, welche Parallele es auch zu uns gibt in dieser Sinai-Geschichte. Denn auch da möchten wir schauen, welche Praxis können wir daraus ziehen, weil es ein praktisches Thema ist, das ganze Quartal. Und welche Rolle spielt auch das Gesetz in diesem Bund? Und daher können wir uns auf die nächste Woche freuen. Es wird ein spannendes Thema, es wird sehr tiefgehend sein, sehr praktisch. Und wir haben auch dort einen geeigneten Sprecher, der uns dieses Thema nahebringen wird mit Gottes Hilfe. Und bis dahin allen Zuschauern Gottes Segen und eine gute Woche. Amen.